Das sind Herr und Frau Schneuli. Sie kommen im Fernsehen und sie sind enorm stolz drauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues. Heute bereiten sie sich vor. Eine riesige Überraschung gestern, Frau Schneuli, mit diesen Neuigkeiten. Wie geht's euch? Also, mir geht's gut. Das ist doch das, was sie wollen, ja. Beide. Bingo, hä? Mhm. Mhm. Ja? Voll eingeschlagen. Wie lange seid ihr dran gewesen, jetzt schlussendlich? Das war es etwa. So nicht ein halbes Jahr, denkt es mir. Oder so knapp, ja, vielleicht 5 Monate. Oder so. Nicht, ja. Schon 2-3 Mal. He? Es ist ja ein Lebewesen, das von euch erschaffen wurde. Also es hat einen Teil von Frau Schneuli und etwas vom Herr Schneuli. Ist das korrekt? Ja. Ja. Was hätte so ein Kind optimalerweise vom Herr Schneuli und was hätte das Kind von Frau Schneuli? Na gut, also. Da wäre ich schon froh, wenn es jetzt nicht, die Nase hätte. Also, wenn ich könnte auslesen könnte, ja. Vielleicht schon so eine normalere Nase, oder? Wäre vielleicht noch hilfreich. Das ist vielleicht in seinen Genen drin. Ich meine, da kann er vielleicht nicht einmal so viel dafür. Was? So weit du bist. Ich meine, dass du so einen empathielosen Pudding bist, dafür kannst du nicht so viel. Vielleicht. Was bist denn du? Kein empathieloser Pudding. Was wäre das Gegenteil? Dynamisch. Ein dynamisches Gütsi. Wir haben jetzt viel über DNA und Vererbung und so geredet. Es gibt die Möglichkeit, einen DNA-Test zu machen. Also, wo wir schauen, was so das jeweilige Potenzial hat. Also was ist so eure DNA? Was ist eure DNA? Was gibt es? Was drin ist in dieser DNA? Genau, man kann das so ein bisschen aufschlüsseln, man kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, ob das Kind blaue Augen bekommt oder braune. Und ich wollte vorschlagen, ob man vielleicht... Ja, das dünkt mir nicht. Also, ich fände es jetzt fast wichtiger, was könnte man zum Beispiel alles einkaufen? Das mit dem tue ich mich jetzt mehr beschäftigen, weil das Kind ist ja jetzt sowieso... Hat, kannst du vielleicht auch noch die Vorhänge nach dem kaufen, oder? Das ist doch gut, also wenn das möglichst schon weiss. Nein, das dünkt mir jetzt. Das blondes Kind. Also meine Idee ist, dass wir mit der Frau Zurbühl, das ist sie von Kita, oder? Haben sie irgendwie so rassig findet und die hat 3 Kinder, dass wir mit ihr Kindersachen einkaufen. Also ich kann mir jetzt eigentlich auch gar kein anderes Experiment vorstellen. Das ist ja wie das Nächste, was müsste passieren. Und das ist dringend. Habt ihr das Gefühl, das passiert genug für die Zuschauer, wenn die einkaufen? Ja, das ist doch spannend. Das ist natürlich sehr spannend. Wenn die schauen können, was wir einkaufen. Ah ja, hallo. Grüezi, Frau Zurbühl. Frau Schneuli. Grüezi. Grüezi, Herr Schneuli. Ja, weißt du schon? Ja. Ja. Schnell, schnell.
Aber doch gerade Tutzis, oder? Ja. Ich bin der Hans-Jörg. Freut mich, Corina. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schöner Name, Corina. Ja, also. Hans-Jörg ist aber auch nicht schlecht. Wir haben schon gerade Tutzis gemacht. Ja. Das ist Corina. Corina. Freut mich. Marguerite. Das ist. Ja. Wollen wir? Das finde ich noch schön. Eine schöne Vorstellung, ja. Ist dir wohl? Mir ist es ein bisschen zu weich. Zu weich? Mhm. Aha. Ja. Vor sofort. Weg ich her, oder? Ja. Oh, mal. Schon gut. Schon gut. Haben wir hier? Ja. Ja, ja, sicher, ja. Ja, gerne. Merci vielmals. Also. Das Weisse hast du gesehen. Genau. Und Nummer? 903. Ja. 55. Ja. 50. Und das wäre im Gang 19. Hast du das gemacht? Gang 19? Was? Gang 19? Ja, das wäre hier im Gang. Regal. Genau. Dann würde ich euch empfehlen, Jettetröt. Jettetröt? Ja. Ein J. Ein A. Ein T. T. Ja. E. T. Was? E. T. E. Ö. Mit zwei Töpfen. Und Tö. Kannst du noch nicht an den Ecken? Ganz ja. Ist doch gut. Nein, das braucht es doch noch nicht. Nehmen wir doch das Gerät, oder? Als nein, das, also, das braucht es jetzt einmal nicht. Ich würde noch etwas warten. Nein, das ist kannst du aufschreiben? Gib mir mal den Zettel. Nein, Hans-Jörg, das braucht es jetzt mal. Nicht. Nicht ich okay. Das, aber, nein, Hans-Jörg, wir nehmen es nicht. Das ist dein Kopf. Was ist deine Meinung? Ich würde warten. So. So, tipptopp. Kann man euch etwas zeigen? Oder sind ihr ja, das da. Was ist das? Sie ist eigentlich Kundin. Ja. 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 Das hier ist jetzt eine elektrische Wippe. Müll. Da etwas sagen. Wir haben alles zusammen 2154 Franken 20, gell? Hans-Jörg! Kannst du kommen, bitte? Kannst du kommen, bist du so gut? Komm, nein, ich will da nicht rein. Nein, sicher nicht. Komm. Es gibt einen Hotdog. Komm. Es gibt einen Hotdog. Ja, komm. Also, komm. Schöne Sache. Schöne Sache. Also zwei vegetarische. Ja, gell? Vielleicht 20. Was? 20? 20 normale. Hey, du kannst doch mal einen nehmen. Ohne Brot. Ohne Brust, ja, ja, 20. Merci. Vielmals. Das sieht doch gut aus. Aber Sam versteht. So. So ist es scharf.
Merci vielmals. Ja, jetzt musst du einfach dann noch das Nagelstudio freiräumen für das Zeug, gell? Sicher nicht. Wo soll es denn her? Ja. Ich denke, das ist Büro, das geht immer sicher in den Fall. Wir können das Büro, machen. Also, kannst du kannst von mir aus schon in den Keller runter. Ich kann in den Keller runter. Ich habe nicht das Verschleiden von diesem Kind. Ich habe nicht das Verschleiden. Frau Schneuli, sie sind fündig geworden, hat alles erledigen können. Ja, also. Überfüllung, ja, jetzt müssen wir dann noch schauen, wie wir laden können. Da müssen wir ein bisschen tuscheln. So viel haben wir, glaube ich, noch nie in unserem Leben eingekauft. Oder? Was ist jetzt wieder? Ja. Ja, ja, ist gut. Hast du? Ja, ja, ich komme gerade. Ja. Spätle, oder? Spätle. Ich müsste eben dann langsam. Jetzt muss ich wir haben nicht juffeln hier, oder? Jetzt sind hey, aber Stunden jetzt ist der langsam mit dem Zeug innen, oder? Also weißt du was, ich ging den Fängen, ist gut. Ja, fang doch, ja. Es sind noch Leute. Guck, ich weiß nicht. Wie kommt es jetzt leicht? Ich nehme es zuerst ein paar Kleider. Ja, ich will es nicht. Was macht ihr denn dann so, wenn ihr im Bett seid? Schlafen? Ja, klar. Jetzt haben wir wieder mal Bock auf was anderes.